bist nicht Rasen wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal, wenn Einstein hatte nur ne 4 in Mathe und war später mal total genial. Ach, Leute, keine Panik. Check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Feli hatte sich in Berti verliebt und versuchte sein Herz zu gewinnen. Für mich nicht. Bist dem was Besonderes. Ziehst du diesen ganzen Kram doch nur rein, weil du Berti beeindrucken willst. Wenn die Emo-Klamotten für dich nur eine Verkleidung sind, dann wirf sie einfach weg. Deshalb mag ich dich doch nicht weniger. Wirklich? Marie-Louise! Trotz der Streitereien mit Berger verfolgte Marie-Louise ihren ganz eigenen Plan. Der Imagefilm steht kurz vor der Vollendung. Max, Mia und Carla nahmen Abschied von Schloss Einstein. Hey, ist ja gut, mein kleiner Schreihals. Wenn wir zu Hause sind, bekommst du was zu futtern. Heinzi ist echt schon wie du. Wieso? Du bist doch auch immer quengelig, wenn du Kohldampf hast. Nur, dass der Kleine nicht auf Döner steht. Noch nicht. Ist das nicht? Das ist doch Max. Der ist doch schon lange mit Mia und Carla in London. Ja, eigentlich schon, aber ich weiß nicht. Was ist denn das? Keine Ahnung. Klingt wie ein Baby. Mensch, du hast uns ja einen Schrecken eingejagt. Muss doch irgendwo seine Mutter sein. Ja, aber nicht, wenn sie jemand ausgesetzt hat. Das arme Ding ist ganz alleine. Wir können sie doch nicht einfach hier lassen. Und dein Onkel? Der wird bei dem kleinen Fellknäuel schon weich. Auf keinen Fall. Ach, Heinz. Ja, dieses Katzenvieh kommt mir nicht in die Wohnung. Aber wir können sie doch nicht einfach wieder aussetzen, wo wir sie gerade gerettet haben. Ja, dann bringt sie eben ins Tierheim. Jetzt mach dich mal locker. Die Mieze ist doch total niedlich. Katzen sind nicht niedlich, sondern gefährlich. Und bei so einem Streuner weiß man nie, was der für Krankheiten einschleppt. Best dich beruhigt, können wir sie ja beim Tierarzt durchchecken lassen. Ich bin erst wieder beruhigt, wenn die Katze weg ist. Wieso denn? Wäre doch ein prima Spielgefährte für Heinzi. Das ist ja eine grandiose Idee. Habt ihr schon mal überlegt, was da alles passieren kann? Katzen haben scharfe Krallen und Zähne. Die sind unberechenbar. Quatsch. Ja, aber... Kein Aber. Die Mieze bleibt hier und steht ab sofort unter meinem persönlichen Schutz. Und den Heinzi mach dir mal keine Sorgen. Wir passen zu. Wissen, dass ich hier bin. Bist du es wirklich? Überraschung. Na, müsstest du nicht schon längst in London sein? Ich hab doch gesagt, dass ich hier bleibe. Ja, und deine Schwestern? Die sind am Flughafen. So, das ist völlige Chaos ausgebrochen, weil irgend so ein Flug gestrichen wurde. Außerdem haben Carla und Mia sowieso genug mit ihrem Gepäck zu tun. Was ist? Freust du dich nicht? Carla. Oh nein, nicht. Aber das hat doch alles überhaupt keinen Sinn. Ich meine, du denkst doch nicht im Ernst, dass diese Aktion gut geht, oder? Ich habe einen Plan, wie alles funktioniert. Ja, brauchst gar nicht so zu gucken. Dein Katzenscham, der zieht bei mir nicht. Ja, jetzt lass das mal, ja? Ja, das ist mein Wurstbrot, ne? Ja, verdammtes Katzenvieh, du. Heinz kriegt sich schon wieder ein. Der macht jetzt garantiert so lange Terror, bis wir die Katze weggeben. Ach, Quatsch.
In Wirklichkeit findet er Fluffy bestimmt auch total niedlich. Er will's nur nicht zugeben. Na, möchtest du mal probieren? Hey. Was ist denn? Nee, willst du nicht? Die ist lecker. Lecker Wurst. Okay, also ich da, genau. Da. Aber wenn es da ist, musst du eine andere Farbe nehmen. Ja. Ja? Ja, noch weiter rechts. Okay. Okay, wo ist er? Ich weiß nicht, wovon du... Ja, Max, natürlich. Der ist vorhin vom Flughafen einfach abgehauen. Ich habe versucht, dich anzurufen. Ja, ich habe mein Handy ausgeschaltet. Sorry. Ja, toll. Und deine Mailbox hast du auch nicht abgehört, ne? Weiß die Bräuning denn schon Bescheid? Ja, die sucht gerade im Jungszimmer. Also, wo ist der? Max ist hier nicht aufgekreuzt. Toll. Und Mia kann unseren Eltern erklären, warum sie alleine fliegen musste. Na, die werden sich freuen. Ich bin dann weg und pass gut auf die kleine Bazillenstaude auf. Morgen! Ich habe euch belegte Brötchen mitgebracht für die große Pause. Sie kann Lucky allein verdrücken. Ich bleib heute bei Heinzi. Ist was passiert? Ja, der Kleine hat die Nacht dauernd gehustet. Da kann er schlecht in die Krippe. Eine Allergie. Heinzi hat eine Erkältung. Ach, von wegen. Der Kleine hat eine Katzenhaarallergie. Ich hab doch gewusst, dass dieses Vieh nur Unglück bringt. War ja klar, dass das kommt. Aber ich muss los. Ciao. Deine Theorie hat nur einen Haken. Der Kleine hustet nämlich schon seit 2 Wochen. Und da gab's hier noch keine Katze. Blöd, was? Ja, jetzt lass das doch mal. Du kannst langsam echt aufhören mit dieser Katzenhassernummer. Seit gestern Abend ist sowieso klar, dass ihr unzertrennlich seid. Guten Tag, Frau Pasulke, kommen Sie bitte. 2x Cola, eine Tafel Schokolade, eine Taschenlampe, ein Sandwich. Oh, lecker. Oh, komm her. Ist ja wie bei einer Raubtierfütterung. Kannst du vielleicht ein paar Bücher mitbringen? Ist so langweilig, wenn du nicht da bist. Ich habe echt kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Carla war gestern Abend stinksauer. Ist doch egal. Und geglaubt hat sie mir auch nicht. Deine Familie macht sich bestimmt schon totale Sorgen. Ist doch gut so. Dann sehen Sie mal, wie scheiße man sich fühlt, wenn man jemanden vermisst. Irgendwann finden sie dich sowieso. Außerdem kannst du ja hier nicht ewig bleiben. Da musst du doch mit nach England. Glaube ich nicht. Durch die Aktion merken die, wie wichtig mir das ist. Und dann kann ich vielleicht doch mit nach Hessen. Hey, damals hat es doch auch geklappt, als ich aufs Einstellen wollte. Hm? Hallo, bin wieder da. Soll ich uns was zu essen machen? Lucky? Paulina? Paulina? Ja, sag mal, wo sind die denn alle? Ja, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ah, da seid ihr ja. Wolltest dem Kleinen wohl ein bisschen Frischluft verschaffen, ne? Ich war zum Arzt. Ah ja, und? Er hat gesagt, dass Heinzi für eine normale Erkältung schon viel zu lange hustet. Und es könnte sogar eine Lungenentzündung draus werden. Oh Gott. Ja, ganz ruhig. Er muss Antibiotika bekommen, wenn bei der anderen Untersuchung nichts rauskommt. Was für eine andere Untersuchung? Weil du die ganze Zeit rummoserst, habe ich dem Doc erzählt, dass wir eine Katze haben. Naja, und für alle Fälle machen wir noch einen Allergietest beim Spezialisten. Ja, das ist sehr vernünftig. Na,
Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Das kannst du dir doch vorstellen. Kein Wunder. Obwohl es schon toll ist, dass wir uns so schnell wiedersehen. Die sind total sauer auf mich. Aber wieso denn? Du bist doch nicht abgehauen. Aber ich bin die Älteste und ich hätte besser aufpassen müssen. Gibt's was Neues? Ich weiß echt nicht, wo ich noch suchen soll. Dann müssen wir jetzt die Polizei anschreiben. Und man muss das sein? Ja, es ist das Beste so, wirklich. Süße, mach dich doch nicht so fertig. So ein Aufriss. Alles nur, weil Max mal wieder am Rad dreht. Es tut mir leid. Du musst es doch am besten wissen, wie es ist, wenn man seinen Bruder vermisst. Mia und ich, wir brauchen Max. Bitte. Ich hätte Max mittlerweile für klüger gehalten. Hast du nicht immer gesagt, du willst die Schüler zu selbstbestimmten Persönlichkeiten erziehen? Selbstverständlich, aber diese Kamikaze-Aktion, die ist doch absolut kindisch. Also, naja, Max ist vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Aber bedenke, der Junge ist immerhin schwer verliebt. Möchte jemand einen Kaffee? Ja, ich gern. So was gibt's eben nicht nur in der Literatur, Herr Kollege. Nur ist bei uns Max und nicht Romeo um seine Julia kämpft. Da kann man ja nur hoffen, dass er nicht noch auf die Idee mit dem Giftbecher kommt, hm? Schön, dass Sie sich so amüsieren, aber denkt vielleicht mal jemand daran, wie es den Eltern geht? Nanu, Herr Pasulke, wollen Sie ein Picknick veranstalten? Nee, aber ich hätte da was für Sie. Hier. Oh, süß. Wo haben Sie die denn her? Paulina und Lucky haben die gefunden, aber wir können sie leider nicht behalten. Bei Ihnen hätte es aber doch bestimmt gut. Schade, ich habe mir gerade 2 Rosenkopf-Papageien gekauft. Und die stehen bestimmt ganz oben auf dem Speiseplan der Kleinen. Tut mir leid, in meiner Wohnung sind Haustiere nicht erlaubt. Ah. Ja, aber bei uns schon. Nicht? Keiner. Bitte? Also ich... Wir haben keinen Platz. Ja, die Polizei ist selbstverständlich eingeschaltet. Ich gehe davon aus, dass Max in Kürze wieder auftaucht. Ja, ja, natürlich. Ich halte Sie auf dem Laufenden und... ja, ist gut. Ja, wiederhören, Herr Busmann. Könnte ich auch einen Kaffee haben, bitte? Ja. Ah, Berger, ich hätte genau das Richtige für Sie. Ach, Gott. Ja, ist zwar kein Jagdhund, aber wenn Sie zu Hause mal ein Mäuseproblem haben... Ich lebe in einer sehr sauberen und nagerfreien Wohnung. Vielen Dank. Ja, aber Sie haben doch bestimmt ein Herz für so ein armes kleines Findeltier. Ja. In erster Linie... Gesundheit. Habe ich eine Katzenallergie? Ja, dagegen kann man sich doch die sensibilisieren lassen. Wenn Sie jetzt bitte die Katze aus meiner Reichweite entfernen, ja, bevor wir noch die Augen teilen. Und vielleicht könnte ich einen Kaffee ohne Haare. Ja. Gut, dass du da bist. Und? Hast du die Bücher mitgebracht? Wir müssen reden, Max. Ja, ich auch mit dir. Ich habe mir was überlegt. Ich könnte doch in Hessen Zeitung austragen, damit Frau Blume nicht so viel Kohle für mich raushauen muss. Oder ich plündere... So schwer, Fluffy. So eine schöne saftige Wiese ist doch viel besser als so ein dunkler, enger Käfig im Tierheim, ne? Na, komm mal her. Ja, hier kannst du machen, was du willst. So, jetzt lauf schon. Push, push. Na, ich gehe jetzt jedenfalls. Tut mir wirklich leid, Fluffy.
Sei doch vernünftig, Maxchen. Nenn mich nicht Maxchen. Ist ja gut. Ich bleib hier bei Julia. Mama und Papa sollen wissen, wie wichtig es für mich ist. Für uns. Max, es geht nicht. Was? Du gehörst zu deiner Familie und ich zu meiner. Papa, was? Was wird dann aus uns? Frau Blume kann dich nicht adoptieren. Das muss sie doch gar nicht. Hauptsache, wir leben zusammen. In Hessen wären wir wie eine Familie. Aaron wäre mein großer Bruder und du... Er wäre nie nur ein kleiner Bruder für mich gewesen. Da seid ihr endlich. Und der Kleine hat eine Allergie, stimmt's? Ja. Ja, ich wusste es. Aber nur gegen ein paar Pollen, Hausstaub und Milben. Fluffy ist für Heinzi vollkommen harmlos. Ah. Na, Gott sei Dank. Na, du. Ja, schon gut, schon gut. Ihr hattet recht. Freut euch gar nicht drüber? Doc hat bei Heinzi noch so eine Lungenfunktionsmessung gemacht, um zu sehen, wie verengt seine Bronchien sind. Und? Er hat gar keine Erkältung. Es ist Asthma. Krass. Aber woher kommt denn dieses Asthma? Das weiß man nicht so genau. Manchmal wird es vererbt, manchmal entsteht es durch eine verschleppte Bronchitis oder durch eine heftige Allergie. Diese Hustenanfälle sind der Horror. Aber dagegen gibt's doch Medikamente. Klar. Und das soll Heinzi alles nehmen? Diese Medikamente sind ja nicht ganz ungefährlich. Was da an Nebenwirkungen auftreten kann, hier. Puh. Ja. Wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn sie nach Borkum gehen. Das Meeresklima würde dem Kleinen bestimmt gut tun. Ja, aber das geht doch gar nicht. Auf keinen Fall, das können wir nicht bringen. Jetzt hör doch mal auf mit dem Ego-Trip. Ich find's auch scheiße, wenn wir weg müssen, aber... Darum geht's doch gar nicht. Schon mal an Heinz gedacht? Der packt das nicht ohne uns. Ja, Paulina wäre todunglücklich. Sie hat so gekämpft, um hier zu sein. Und dann noch die Krankheit von ihrer Mutter. Heinz hat doch schon total am Rad gedreht, als ich während der Schwangerschaft so lange bei Mama war. Paulina hängt an Schloss Einstein. Und an ihren Freunden. Die geht kaputt, wenn sie hier weg muss. Außerdem hängt er total an Heinzi. Der geht doch kaputt, wenn ich mit dem Kleinen weggehe. Ach, und bei mir ist es egal, oder was? Ach, Mann, Lucky. Auf jeden Fall müssen wir versuchen, das Asthma auch ohne Borkum in den Griff zu bekommen. Schon für Heinz. Wir dürfen einfach nicht so schnell aufgeben. Ja. Bestimmt gibt es noch andere Möglichkeiten, mit der Krankheit klarzukommen. Auch ohne Meeresklima. Ja, versuchen wir es jedenfalls. Allein schon wegen Paulina. Achtung, hier kommt gleich der nächste Staubfänger. Wird gleich entsorgt. Was geht denn hier ab? Frühjahrsputz? Knapp daneben.
Wir machen die Wohnung keimfrei für Heinzi. Echt? Ja, wir waren schon ganz schön fleißig. Teppiche, Läufer, Wolldecken, alles Mögliche. Je weniger Zeug in der Luft rumfliegt, desto größer ist die Chance, dass der Kleine keine Hustenanfälle mehr bekommt. Siehste. Und ihr im Shoppingrausch? Alles fürs Baby. Hypoallergene Bettwäsche, chemiefreie Strampler und Spezialnahrung für Allergiker. Was hab ich dir gesagt? Ja, und ich habe mit Hannes im Stall einen Platz für Fluffy klar gemacht. Ja. Hey, ist ja gut, mein Kleiner. Ich glaube, wir brauchen auch noch ungebleichte Lätzchen. Die beiden tun alles, damit sie hier bei ihren Freunden bleiben können. Hey, leg dich hin. Du warst die ganze Nacht wach. Du doch auch. Diese verdammten Medikamente wirken einfach nicht. Vielleicht sollten wir die Dosis erhöhen. Auf keinen Fall. Nachher kriegt er noch Krämpfe oder sowas. Du weißt doch, wie gefährlich das Zeug ist. Aber irgendwas müssen wir doch tun, damit der Kleine wieder gesund wird. Genau. Wie ich Paulina erkenne, wird sie ihren Dickschädel durchsetzen und hierbleiben. Schließlich ist sie hier zu Hause. Hier sind all ihre Freunde. Ihr ganzes Leben. Ja, vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Therapie. Ja, hast ja recht. Das ist die einzige Lösung. Wo warst du denn? Wir müssen drehen. Paulina. Wir müssen nach Borkum. Von morgen.